Wir sind hier in Hamburg in der niegelnagelneuen Elbphilharmonie. Was sehen wir im Hintergrund? Brücken. Und was wir hier tun, ist genau das, Brücken bauen. Brücken bauen in unserem Fall zwischen schwedischen Bildungsexperten, Rektoren, Lehrern und Vertretern aus der Wirtschaft und deutschen Bildungsexperten, um uns auszutauschen zu Themen wie: Wie können wir Migranten sinnvoll in unsere Bildungssysteme und Arbeitsmärkte integrieren? Was für Chancen gibt es für Schweden, die in Deutschland arbeiten wollen? Und all das soll dazu beitragen, uns klarzumachen, warum es so sinnvoll ist, Fremdsprachen zu lernen. När man gjorde en undersökning vilken attityd man har i Sverige till främmande språk, så visade det sig att det var 27% av svenskarna som tyckte att jo, men man behöver kunna ett språk till. Snittet i EU är 50%, så varför har man den inställningen i Sverige då? Vi kan faktiskt inte göra affärer, vi kan inte utbyta aktiviteter med andra länder om vi inte kan fler språk. Man tappar otroligt mycket. Och med vårt projekt vill vi vända den här trenden, och vi som går in för det, och vi hoppas vi får alla med oss i projektet. Vi har sagt att det är nu eller aldrig. För mig var det sehr intressant zu hören, wie die Lehrer denken, welche Probleme da gibt. Und ich komme ja von dem Wirtschaftsleben, also arbeite viel mit den Unternehmen und weiß in etwa, was die wollen und wo die Probleme da sind. Herzlich willkommen, wir sind hier am Heisenberg-Gymnasium in Hamburg-Harburg. Unsere Schule hat ungefähr 750 Schüler und wir besuchen diese Schule für 8 Jahre. Anschließend verlassen wir die Schule mit dem Abitur. Ja, in dieser Schule werden nicht nur Regelklassen, also normale Schüler, unterrichtet, sondern auch IV-Klassen. Das sind internationale Vorbereitungsklassen. Davon haben wir 3 Stück. Und da werden eben Schüler unterrichtet, die noch kein Deutsch sprechen können, dementsprechend nicht einfach so in eine neue Schule kommen können. Razia, welche Projekte gibt es hier, die Integration fördern? Es gibt viele verschiedene Projekte. Zum Beispiel eine davon war Faszination zum Fliegen, wenn ich das richtig gesagt habe. Und wir haben Airbus und Lufthansa und verschiedene andere Companies besucht. In Syrien wollte ich immer Piloten werden. Das ist mein Traum. Also als ich auch 7 Jahre alt war oder vielleicht jünger, ich habe immer auch davon geträumt. Und ich danke Deutschland und die ganzen Länder, die uns so die ihre Türe für uns aufmachen. Also mich bewegt wirklich, wie junge Leute diese unglaubliche Power haben, in ein neues Land zu kommen und eine Kultur und eine Sprache zu lernen und die Zukunft, an die Zukunft immer zu glauben. Unsere Schüler und Schülerinnen kommen aus verschiedenen Ländern, ja, mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Sprachkenntnissen, mit verschiedenen Know-how. Die Brücken sind gebaut nicht nur für Autos, auch für Menschen. Sie verbinden Menschen. Alles ist wie ein Brücke zum Beispiel. Ich wollte zu hier kommen und dann brauchte ich einfach ein Brücke, um an die anderen Menschen Kontakt zu haben. Die Sprache lernen, neue Menschen, neue Kultur, neue Essen, alles. Deswegen habe ich einfach eine Brücke gebaut, so zwischen mich und deutsche Leute. Wie sie die Schule wirklich schätzen, denke ich mir mal. Das wird auch sehr, sehr deutlich. Wir haben auch mit mehreren Schülern gesprochen und es ist wirklich so. Wir thematisieren das nicht, die Vergangenheit. Es geht im Prinzip hier erstmal um die Zukunft. Wir wollen alle nach vorne gucken, weil wir alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich hier Deutsch zu lernen und hier anzukommen. Und damit kommen Schüler gut klar. Ich habe jetzt auch mit Lehrern, mit Deutschlehrern aus Schweden gesprochen, die meinten, na, es ist super zu sehen, dass es auch was bringt, Deutsch zu lernen. Die haben beispielsweise gefragt, wie wir hier Deutsch unterrichten, also für Flüchtlingskinder, mit welchen Materialien wir arbeiten, wie das System funktioniert und wie wir den Übergang vor allem in die Regelklassen gestalten. Sehr viel Wissen, was man austauschen kann zwischen den Lehrkräften, was am Schluss den Schülern hoffentlich zugutekommt. Ich bin ungeheuer beeindruckt von dieser Schule, weil ich auch das Gefühl habe, dass uns nicht in irgendeiner Form ja, im Schwedischen würde man sagen, ein Spiel für die Galerie vorgeführt wurde, sondern dass es wirklich authentisch war. Also du siehst jetzt deinen eigenen Unterricht mit anderen Augen. Mhm. Also das ist ja auch wichtig, so rauszukommen, wie könnte ich das anders machen? Ich wollte heute den Teilnehmern gerne erklären, was die Handelskammer Hamburg alles tut, um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt hier in Hamburg zu erleichtern.
Und natürlich vor allem das Projekt Bewerbertrainings für Geflüchtete nahelegen. Und viele Flüchtlinge geben uns die Rückmeldung und sagen, das war wirklich aufschlussreich, das war wirklich toll, dass wir das bei ihnen lernen konnten. Und viele erstellen auch in unseren Trainings das allererste deutsche Dokument über sich selber. Und das ist natürlich auch eine besondere Erfahrung für sie. Jag tycker det är intressant att möta de här olika, så att säga, över olika discipliner. För då går det också att hitta nya idéer, nya lösningar, nya vägar framåt. Att bygga broar helt enkelt. Det går att bygga nya broar. Ja, man kriegt so ein bisschen Energie von diesen Diskussionen und von diesen Besuchen und sowas. Und das ist auch, ja, dass es auch wichtig ist, dass ich in meinem Alltag mit Deutsch arbeite. There has been quite a focus on refugees and migrants. The project Sprachen bereichern is about the encouragement of secondary school students to learn a second foreign language. Why should I learn German? Why would I want to learn German? Was die schwedischen Unternehmen in Deutschland betrifft, insbesondere in Hamburg, wo wir sehr, sehr viele schwedische Unternehmen haben, ist das auch aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man Deutsch spricht, weil das Berufsleben hier in Deutschland einfach auf Deutsch gemacht wird. Und der Schriftverkehr, die Kommunikation in den Pausen und so weiter, also das einfach die deutsche Sprache sehr, sehr wichtig, auch wenn die Unternehmen aus Schweden kommen. Diese Reise war für mich unheimlich wichtig. Zuerst mal, wie wir aus verschiedenen Regionen in Schweden zusammen mit dem Goethe-Institut zusammengekommen sind. Und wir haben verschiedene Erfahrungen und dadurch haben wir auch neue Ideen bekommen.